Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Sisland is Smiland. So, hier unten haben wir ja sozusagen erstmal alles einigermaßen. Ja, nee, wartet mal, da ist noch was Rotes. Ja, dann machen wir das erst weg. Hatte ich nicht gesehen bei meiner Vorausplanung. Eigentlich hatte ich gedacht, wir gehen jetzt mal hier oben in den Norden und versuchen die dann hier noch ein bisschen weiter zurückzudrängen und uns hier vielleicht noch ein bisschen Gebiete holen, wo wir dann auch hier zum Beispiel, da sind ja echt viele Tiere, ne? Gut, da sind auch viele Bären, aber hier sind Wildschweine, hier sind Rehe, hier sind Füchse, ne? Auf jeden Fall, dass wir da dann auch wieder an Tierfelle und alles und Fleisch und alles drankommen, dass wir dann auch mal ein bisschen mehr selber so langsam anfangen zu produzieren. Und wie gesagt, hier möchte ich sie auch gerne weiter zurückdrücken. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, hier ist ja noch was Rotes hier unten. Ich würde sagen, ich reite dann erstmal hier hin, wir holen uns den Außenposten und dann reiten wir hier mal in den Osten rüber und schauen mal an, was hier denn eigentlich noch alles so los ist. Das kann auch sein, dass hier unten noch alles rot ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich würde sagen, da reiten wir jetzt erstmal hin. Okay, ist ein Stück, 600 Meter. Oh, aber das kriegen wir auch irgendwie überbrückt. Hört sich schlimmer an, als es ist, 600 Meter. Hier unten, das sieht ja auch interessant aus, ne? So eine kleine Schlucht. Okay. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Mist gemacht. Oh mein Gott. Da wäre man nie wieder rausgekommen. Hätte ich mich selbst umbringen müssen oder so. Wenn es überhaupt geht, das überhaupt? Kann man sich hier in dem Spiel selber umbringen? Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Ja, ich meine, klar kann man sich selber umbringen, wenn man einfach in den Feind reinrennt, aber wenn man jetzt irgendwo so feststeckt oder so, weiß ich gar nicht. Kann man sich dann selbst töten mit einem Befehl oder so? Ja, geht denn hier? Ach so, da sind die Schienen. Komme ich hier runter? Ich guck mal vorsichtig. Ja. Ja, das hältst du schon aus. So, wo sind wir? Wir sind hier. Genau, da sind die Dörfer. Ah, muss ich die beiden Eisenbahndinger, die müssen wir hier platt machen, damit wir das Gebiet hier unten befreien können. Muss ich nur mal gucken. Ich glaube, dass die Lagerstätte ist irgendwo hier oben. Oder hier hinten versteckt auf jeden Fall. Gott, wo ist die? Ah, wir haben ja ein erfahrenes Pferdchen hier. So, da ist die. Ist aber gut versteckt hier. So, absteigen. Dann holen wir uns mal eben schnell die Lagerfeuer hier. So, speichern noch mal eben schnell eine Runde. Kann ich auch schnell was trinken. So, dann kann es weitergehen. Wenn wir dann sterben, dann spawnen wir wenigstens hier. Da sind die Bahnschienen. Heißt, wir können jetzt hier runter, ne? Hier wieder hoch? Nee, ne? Glaube ich. Reit mal hier so ein bisschen da. So ein bisschen hier entlang, meine ich. Manchmal sind meine Gedanken schneller, als ich rede, und dann kommt so ein Kuselmusel da raus. Auch doof für euch. So.
Wir müssten ja eigentlich auch ein paar Leute verhören, aber die Flächen hier, die sind alle so offen. Bei den Waldstücken natürlich einfacher. So. Steigen wir mal ab hier. Oh, ich glaube, meine Nase juckt. Nein, 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 nein. Muss nicht niesen. Oh. So, was haben die denn hier für ein Level? 5, 6, okay. So, wir würde sagen, wir machen sowieso erstmal aufspüren hier. Reinrufen, da. Ich hoffe, wir kommen bis da hinten. Aber müssten wir eigentlich. Von der Reichweite her müsste das passen. Ja, komm, komm, komm noch ein Stück weit. Passt aber auch genau gerade, ne? Da ist auf jeden Fall der Boss. Da hinten kommt jetzt der Zug. Das ist die Frage. Ob da immer Gefangene drin sind, das habe ich mich auch schon gefragt. Da immer Gefangene drin sind. Das wäre eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee, wisst ihr was? Ah, ich habe keinen Sprengstoff dabei. Shit! Mist. Ich habe nämlich jetzt überlegt, ob wir den Zug erstmal überfallen und gucken, ob da vielleicht auch Gefangene drin sind. Bei dem ist es leider nicht so. So, die hängen da natürlich alle schön auf einer. Komm, wir riskieren. Oh, nee, falsche Waffe. Ah, okay, jetzt geht er weg. Nee, er hat sich nur umgedreht. Kommt er wieder. Ich weiß, den soll ich eigentlich nicht töten, den soll ich eigentlich verhören. Aber das wäre jetzt sowieso schlecht gewesen, hier rüber zu kommen. Na, wo ist er da? Da kommt jetzt einer angerannt. Da hängt er. So, dann gehe ich mal hier erstmal näher ran und dann machen wir nochmal aufspüren. So, da haben wir, da kommt noch einer. Noch einer, okay. Oh, halt doch mal still. Hab noch einer. Ah, ich muss hier weg. Ah, die haben zum Glück nicht ganz so viel Treffer gemacht wie der Schaden gemacht wie die Soldaten. Aber. Das hätte auch, Alter, sind hier noch viele. Ich gehe noch mal eine Runde aufdecken, aber ich bin zu weit weg. Ich muss da unten ins Gebüsch. Aber erstmal was schnabulieren. Sicher ist sicher. So. So, dann wollen wir noch mal aufspüren. Ja, jetzt sind natürlich die Leute, die im Zug dabei waren, wahrscheinlich auch noch mit hier dabei. Naja, so kann man Zug auch dran hindern, weiter zu fahren. Oh, das sind schon ein paar Leutchen. So, ich versuche mal erstmal hier irgendwie
von hinten dann so ein bisschen auszudünnen. Oh, ich darf nicht zu schnell laufen, sonst sehen die mich. Jetzt kommen sie wieder alle nach hier gerannt. Ach shit, 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 shit. Hat er mich gesehen? Bin mir nicht ganz sicher. Hopp, noch ein Stückchen weiter. So. Genau, fahr du mal weiter. Ah! So. Boah, da steht, den habe ich ja fast übersehen. Ah ja. Frühzeitlicher Sniper hier. Ach, herrlich. Ja, getroffen habe ich ihn, aber leider nicht tödlich. Jetzt habe ich die Jungs aber ganz schön nervös gemacht. So. Ah, ich bin schon wieder im Tunnelblick hier. Hat mich schon fast wieder gekillt. Was ist das? Sehe ich so. Erstmal eine sichere Stelle suchen. Und dann die Wunden heilen. Das hätte ich ja auch erhöhen können, ne? Ja, wobei, da brauche ich bestimmt richtig viele Skillpunkte für. So. Ja, drei neue Krieger haben sich angeschlossen, finde ich gut. So, das sind jetzt eigentlich nur noch drei, ne? Ja. Oh, das ist ein Soldat. Da muss ich aufpassen. Er könnte gut Damage machen. Uiuiuiui. Schon auf Maximum, okay. Hä?
Wo ist denn der Soldat geblieben, der hier war? Habe ich den erwischt? Nee, den habe ich doch nicht erwischt. Da ist er. Ja, die Soldaten, die machen schon ein bisschen mehr Damage, wenn die eintreffen. Oh, da hinten habe ich gesehen, da läuft auch. Oh, da ist auch noch einer. Ja, sollte ich noch mal Feinde auf Spüren machen, vorsichtshalber. Aber ich glaube nicht, dass hier noch mehr sind. Aufpassen, wenn die jetzt alle wieder auf einer Stelle hacken, stehen, dann zerlegen die mich natürlich auch ganz schnell, ne? So. Du hast da so schön auf dem Präsentierteller gesessen. Das konnte ich gar nicht anders. Ah, rennt der jetzt hinter die Hütte? So ein Mistkerl. Dann wieder zurück, ne? So, dann haben wir doch nur noch den einen hier. Hallo? Das fehlt noch, dass der mich jetzt killt hier. So. Das wär's doch jetzt noch gewesen. Mal einmal schauen. Könntet ihr was Vernünftiges dabei haben? Ja, nee, nicht wirklich, ne? Die Soldaten gucke ich noch mal eben schnell. Die haben meistens auch die besseren Waffen dabei. Was sag ich da? So. Alle nehmen, komm. Da komm, nehmen wir alles mit hier. Wer weiß, wofür wir es nochmal gebrauchen können. Da bei dem Händler wollte ich nochmal vorbeischauen, aber wie gesagt, ich glaube, da ist unser Ruf im Moment, glaube ich, so schlecht für. Ja. Ich würde sagen, wir essen noch mal was. Hier so ein bisschen Tabak. Dann rufen wir unser Pferdchen her. Look, wo ist es da? Und dann fackeln wir das hier in der Zeit ab. Der Gaul, der braucht ja immer ein bisschen, bis er da ist. Die Wegfindung auch vielleicht etwas einfacher, wenn nichts mehr im Weg steht. Ach, da kommt er schon. So. Machen wir die Satteltasche voll. Habe ich jetzt mein gutes Gewehr damit reingelegt? Ja, nehmen so. Ist voll. Gut. Heißt, wir brauchen dann eigentlich nur noch da hinten den Bahnhof hier, ne? Dann haben wir das Gebiet hier auch befreit. Da kommt schon wieder der Zug. Dann können wir uns um den Norden kümmern. Reite dann aber jetzt erst noch mal zurück zur Feuerstelle. Und wo kam denn jetzt der Zug? Der kommt uns entgegen, ne? Mal gucken. Ich will mich nicht auf den Schienen stellen. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was passiert, wenn ich mich auf den Schienen stelle. Ob der dann stehen bleibt? Ich glaube weniger.
Aber mich würde ja mal interessieren, was passiert, wenn ich mich jetzt hier so an den Schienen hinstelle. Wir greifen den Eisendrachen an. Drachen, ja gut, sowas kennen die hier gar nicht. Ah, okay, das passiert. Oh, was macht das Pferd denn? Oh, wie süß. Versteckt sich das da oder hat sich das zum Schlafen hingelegt? Oh, nee, ist verletzt. So nah waren wir doch gar nicht am Zug dran. Heilen. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, hat er mich jetzt runtergeschmissen, weil der verletzt worden ist. Aber der Zug ist angehalten. Der Zug hat angehalten. Obwohl hier gar keine Station mehr ist. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Plündern. Cool. Nehmen wir das doch mal mit. Und plündern wir den Wagen da auch noch mal. So. Ja, wobei, da nicht wirklich was drin ist. Können wir es hier auch plündern? Nee. Ich finde das schade, dass man nicht in den Zug rein kann und mit dem Zug selber fahren kann. Ich würde den voller Krieger packen und dann in die nächste Zugstation fahren. Und dann einen kleinen Überraschungsangriff machen. Gut, aber da haben wir wieder was Neues dazu gelernt. Wir können den Zug plündern. Wenn es nicht gerade ein Gefangenenzug ist. Und wenn er natürlich steht, sonst geht das nicht. Aber es lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich, den zu plündern. Das wäre dann interessant, wenn da so ein Waffentransport oder so drin wäre, dass man dann vielleicht mal Schwarzpulver oder Schießpulver rankommt und sowas. Das wäre doch auch nochmal eine Möglichkeit. So, ich glaube, das Lagerfeuer, muss ich mal gucken, das war, nee, da müssen wir noch ein Stück weiter. Das war weit hier hinter, war das, glaube ich, ne? Ja. Ist das da hinten? Das Kartenende? Oder ist das ein Tunnel? Ja, das Kartenende, ne? Und durch den Tunnel, das gucken wir uns gleich noch eben an. Ich will das jetzt erstmal eben hier die Sachen ablegen an der Feuerstelle, wenn, da ist sie. Taschen leer machen. So. Alles nehmen. Irgendwo hier schon wieder was überfüllt? Nee. Gut. Maxe neu. Das wird alles, da packen wir erstmal alles rein. Oh, ein paar Pfeile könnte ich mir noch mal mitnehmen, ne? Ach, jetzt ist schon wieder egal. Jetzt schmeiße ich erstmal alles weg hier. So, dann müssen wir uns noch ein paar Pfeile mitnehmen. Ein paar habe ich gesagt, nicht alle. Hineinlegen, 340. So, immer 340 wieder weg von den Kugeln. Ja, die können wir ein. Nehme ich mal lieber ein paar mehr mit. So, ich glaube, ich nehme auch noch mal ein paar Soundbells mit. Gunpowder. Nee, da brauchen wir alle eigentlich nicht. Da nehmen wir ein paar von mit, ne? So 5, 6 Stück. Wir noch mal eben schnell speichern. Wobei, wenn ich sterbe, speichert der sowieso automatisch. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch immer nur einen Spielstand, also dass man nicht einen anderen Spielstand. Nee, nicht. Gibt, glaube ich, immer nur einen Spielstand. Naja, man kann nicht mit mehreren Spielständen arbeiten. So, jetzt reiten wir mal da hinten auf die Höhle zu. Zeit ist gleich sowieso um. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Erkundung und schauen uns mal an, was uns da hinten die Höhle so bietet. Oder ob da die Karte zu Ende ist, so unsichtbare Wand und so. Schauen wir mal. Rein theoretisch. Rein theoretisch.
müsste da ja eigentlich noch ein Stück weitergehen, ne? Ja gut, kann natürlich sein, dass sie die Schienen hier noch nicht weitergebaut haben, ne, und dass man dann hier in der Höhle ist und da nicht einfach weitergeht. Aber das schauen wir uns jetzt an. Naja, das ist einfach jetzt hier eine Höhle, da geht es nicht mehr weiter. Aber finde ich da, okay, wollte gerade sagen, finde ich schöner als eine unsichtbare Wand und dann. Oh, ich muss, glaube ich, niesen. Ja. Oh, ich habe das im Moment ganz schlimm. Eine Nase. Immer juckt. So, ja genau. Ich wollte gerade sagen, hier finde ich schön, so eine Höhle als Abschluss und keine unsichtbare Wand. Und dann rennen wir natürlich direkt vor, natürlich vor einer unsichtbaren Wand. Da hätten die ja auch hier dann noch sagen können, jo, dann reiten wir hier in die Höhle und man kommt einfach nicht weiter. Also, liebe Entwickler, die unsichtbare Wand hätte nicht sein müssen. Vom Spieldesign her. Sonst, wie gesagt, stört mich das eigentlich nicht. Aber vom Spieldesign her hätte das nicht sein müssen. Das hätte man dann auch anders lösen. Und wenigstens in die Höhle reinkommt. Man kommt da ja sowieso nicht weiter. Da muss man dann keine unsichtbare Wand davor setzen. So, wie gesagt, wir müssen jetzt noch das andere, die andere Bahn, den anderen Bahnhof da unten müssen wir auch noch zerstören sozusagen. Und dann haben wir das Gebiet hier befreit. Und dann gehen wir im Norden hoch. Da haben wir auch immer noch dieses Banditencamp, ne? Und die waren auch so heftig. Die sehen einen auf so hoher Entfernung. Bin, wie gesagt, ich habe ja eher das Gefühl, dass das verbuggt ist, ne? Weil die sehen einen ja schon auf gefühlte 200 Meter, sehen die einen ja schon. Genauso wie die, so, wir sind gleich hier, genauso wie diese ein Indianer, die fremden Indianer, die wir gefunden haben, die sehen uns ja auch über der halbe Karte so gefühlt. Und ballern auch über die halbe Karte, sobald die uns entdeckt haben. Ob sie uns treffen, ist eine andere Geschichte. Aber ne, ich mal gucken, ob ich sie eben jetzt auf die Schnelle finde. Da sind die, genau, hier, da sind die Banditen. Ne, da kommen wir hier in den Umkreis. Also wenn wir uns hier schon irgendwo bewegen, dann sehen die uns schon. Und die hier. Die sind noch krasser. Also die haben mich, glaube ich, auch schon mal bis. Die sehen mich auch noch hier unten. Also, wie gesagt, die scheinen verbuggt zu sein. Und die habe ich auch schon mal mit einem Kriegstrupp angegriffen, mit mehr oder zwei, drei Kriegstrupps. Ne? Keine Chance, sie haben mir meine Krieger so zerlegt, da kommt man gar nicht gucken. Deshalb habe ich hier jetzt auch keine Camps hingebaut. Weil die würden die mir wahrscheinlich alle zerlegen. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle machen wir Feierabend und machen dann da beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.